Wieso ist es wichtig, Pionierinnen des ökologischen Land- und Gartenbaus bekannt zu machen, überhaupt über sie zu forschen und dazu zu veröffentlichen? Wir stellten fest, dass der Anteil der Frauen, die Agrarwissenschaften studierten, stetig gestiegen war und es aber an Vorbildern fehlte. Und da fingen wir an, mit Studierenden in einem Seminar uns mit der Thematik auseinanderzusetzen. Wir, das sind die drei Autorinnen, Heide Inhedwen, Ira Spieker und ich, Mathilde Schmidt, die das Buch Passion und Profession, Pionierin des ökologischen Landbaus, veröffentlichten. Interessant für uns war, dass wir schnell zu der Frage kamen, why so many? Wie kommt es, dass doch relativ viele Frauen in diesen Bereichen Anfang des 20. Jahrhunderts forschten? Im Unterschied eben zur Fragestellung, why so few? Wie wir es aus dem Bereich der Naturwissenschaften, Mathematik und Technik kennen. Und es kommt eben daher, dass Ökolandbau zunächst etwas für Außenseiter war. Man konnte sich damit keine Lorbeeren erwerben. Und das öffnet die Wege dann eben auch eher für Frauen, denen es nicht zugedacht war, dass sie forschten oder überhaupt eine Ausbildung in diesem Bereich machten. Und so können wir, wie ich es schon in meiner Dissertation über die Landwirtinnen herausgearbeitet habe, sozusagen vom doppelten Außenseitertum sprechen. Wenn wir uns die Pionierin des ökologischen Land- und Gartenbaus anschauen, dann konnten wir feststellen für die 51 Frauen, die wir porträtiert haben, dass 19 von ihnen eine Gartenbau- oder eine landwirtschaftsnahe Ausbildung hatten und 18 sogar studiert hatten. 31 von ihnen waren verheiratet. Interessant ist in dem Kontext, dass man in 16 Fällen davon sprechen kann, dass sie sogenannte Ehepaarproduktionen betrieben. Also dass auch ihre Ehemänner in diesem Kontext ökologischer Land- und Gartenbau aktiv waren. Wer wäre da zum Beispiel zu nennen? Also Sir Albert Howard und seine erste Ehefrau Gabrielle, die gemeinsam in Indien ihre Forschungsarbeiten durchführten. Gabrielle, die als eine der ersten am Newnham College in Cambridge eine vorzügliche Ausbildung genossen hatte, als Pflanzenphysiologin gearbeitet hatte, mit ihm nach Indien wanderte, um dort dann mit ihm im Dienste der indischen Regierung tätig zu werden. Ja, und sie hat sehr viel veröffentlicht, allerdings eben auf diesen Asien-Indien-Kontext bezogen und konnte daher dann eher wieder vergessen werden, weil das in Europa nicht so bekannt wurde. Man spricht ja hier zum Beispiel auch vom sozial strukturierten Vergessen nach Mary Douglas. In diesem Fall war das zum Beispiel der Fall, dass eben in Übersetzungen dann vom Englischen ins Deutsche alle Leistungen von Gabrielle plötzlich nicht mehr erschienen. Interessanterweise hat Albert Howard, nachdem seine erste Frau relativ früh an Krebs verstarb, hat er ihre jüngere Schwester Louise Howard ja geheiratet und mit ihr dann auch wieder das zweite Glückslos gezogen. Denn sie war als Philologin, also bestens für die Veröffentlichung von Werken ausgebildet. Lilly Kolisko, Eugen und Lilly Kolisko, beide waren von Rudolf Steiner ausersehen zu wirken. Eugen Kolisko als Arzt, Lilly Kolisko, die im Laboratoriumsbereich und in der Pflege Erfahrungswissen noch in Wien gesammelt hatte. Sie gilt ja ein bisschen als Meisterschülerin von Rudolf Steiner, weil sie im sehr engen Austausch war und da seinen Hinweisen folgend dann sehr fleißig, sehr viel eigentlich umgesetzt hat an Forschung. Ein anderes Beispiel im Kontext Schweiz wären dann ja noch Hans und Maria Müller, wo eben im Laufe der Zeit dann sehr offensichtlich wurde, dass die Forschungen und Experimente zum organischen Land- und Gartenbau von Maria Müller im Garten auf dem Möschberg durchgeführt wurden. Und sie hat sehr viel
der damals verfügbaren Literatur studiert, in den Nächten studiert, am Tage dann im Garten ausprobiert und im Zusammenhang mit der Hausmütterschule dann ja auch an ihre Schülerinnen weitergegeben. Warum war es nun aber so, dass eben häufig zunächst mal nur von Hans Müller gesprochen wurde? Weil er es war, der in Vorträgen dieses Wissen weitergegeben hatte, vielleicht nicht ganz deutlich machte, dass das von seiner Frau erarbeitet worden war. Ein anderes, späteres Beispiel wären Uta und Siegfried Lübcke, die in Peuerbach in Oberösterreich tätig wurden. Sie sind so typische Vertreterinnen der Umweltbewegung in den 1970er, 80er Jahren, eher als Chiropraktiker. Sie als Volksschullehrerin, die sich aber eben für Fragen von Umwelt und Ernährung interessierten. Sie haben dann mit Kompostatern gearbeitet, mit Mikroorganismen. Und wie dann die Erfolge sich gezeigt haben, dann habe ich andere Betriebe und Freunde und eingeladen, dass ich ihnen das auch zeige und beibringe. Und sie haben eben dann den sogenannten Bodenchromatest, hat Uta Lübcke entwickelt mit einfachen Filterscheiben. Mit einem Ehrenkomp-Oscar für ihr Lebenswerk wurde Uta Lübcke ausgezeichnet. Bereits vor Jahrzehnten experimentierten Frau Lübcke und ihr Mann mit Kompostierung. Mina Hofstetter, die in den 1920er Jahren am Greifensee angefangen hat, den Hof umzustellen auf viehlose Bewirtschaftung. Das war in der damaligen Zeit schon außergewöhnlich. Aber dann über diese Reformbewegung und vegetarische Kreise wurde ihr Hof in Stuhlen am Greifensee immer mehr zur Anlaufstelle. Und sie bot eben ja dieses Learning by Doing an. Also sie haben eben auch immer auf dem Acker, im Garten mitgeholfen, die Leute, die dorthin kamen zu Kursen. Und das ging aber eben bis hin zu Freiluftbädern, die Menschen dort auch praktizierten, was natürlich wiederum im Dorf für Aufsehen sorgte. Für die Schweiz interessant ist sicherlich auch die Gartenbauschule Hünibach. Es war nämlich die erste Gartenbauschule für Mädchen in der Schweiz und das eben noch ausgerichtet an der biologisch-dynamischen Wirtschaftsweise. Begründet bzw. die Idee dazu hatte Hedwig Müller, als sie mal in Hünibach zwei ihrer Schwestern, die dort lebten, besuchte, ist ihr eben eine Gärtnerei aufgefallen, die etwas verlassen, verwahrlost war. Und sie hatte die Idee, Mensch, dort könnte man eine Gartenbauschule für Mädchen gründen. Und sie bekam dann auch finanzielle Unterstützung von einer Hauswirtschaftslehrerin. So war es dann möglich, dass 1935 eben Hünibach als Gartenbauschule für Mädchen eröffnet wurde von Hedwig Müller und Ruth Pfisterer. Und 1936 kam dann noch Gertrud Neuenschwander dazu. Und dieses Dreiergestirn hat dann über Jahrzehnte die Gartenbauschule Hünibach betrieben. Und dort haben sie eben nicht nur den Mädchen gärtnerisches Wissen vermittelt, sondern ihnen war auch wichtig, dass sie soziales, kulturelles, politisches Wissen mit auf den Weg bekamen. Da ist vielleicht noch mal interessant, den Bogen zu schlagen zu Maria Thun, die ja mit ihren Aussaattagen seit vielen, vielen Jahren für viele Gärtner und Gärtnerinnen ein Grundlagenwerk an die Hand gibt, wann man am besten was aussät, pflegt oder erntet. Und Maria Thun hat eben gelegentlich dort in Hünibach auch einen Vortrag gehalten, beziehungsweise haben dann die drei Gründerinnen von Hünibach auch Experimente unter Anleitung von Maria Thun durchgeführt. Sei es, was Saatgutbehandlung anbelangt oder was bestimmte Mischkulturen anbelangt oder Einfluss von Planeten auf das Wachstum, das Gedeihen der Pflanzen zu erforschen. Eine der international bekanntesten Pionierinnen des ökologischen Landbaus ist sicherlich Lady Eve Balfour, die in England sehr früh schon zur Landwirtschaft kam. Sie ist nämlich eine der ersten
Absolventinnen an der Hochschule Reading und hat dann anschließend zusammen mit ihrer Schwester und Freunden, Freundinnen eine Farm erworben. Berühmt wurde Lady Eve Balfour unter anderem mit dem Hawley-Experiment, einer Vergleichsforschung im Bodenbereich. Neben diesen Boden- und Düngungsversuchen trat Lady Eve Balfour dann wieder in Erscheinung mit der Gründung der Soil Association und war dann auch eben Gründungsmitglied der IFOAM. Eine wichtige Schlüsselfigur, was Organisation des ökologischen Landbaus anbelangt, war auch Dagi Kiefer, die als ausgebildete Fremdsprachensekretärin auch gute Voraussetzungen dafür mitbrachte, im internationalen Raum tätig zu werden. Sie, die über ihren Mann, der eine Stiftung Ökologie und Landbau begründete, 1975, also im Zuge der Umweltbewegung, und als IFOAM begründet war, war sie dann eben auch über mehrere Jahre Vorstandsmitglied und sorgte dafür, sehr viele Brücken zu bauen, sei es zwischen unterschiedlichen Organisationen des ökologischen Landbaus, sei es zwischen verschiedenen Ländern. 1989 hat sie dann auch mit dafür gesorgt, dass die Zeitschrift Ökologie und Landbau ausgebaut wurde. Ich denke, es wurde offensichtlich, dass Frauen wesentliche Beiträge geleistet haben zur Entwicklung des ökologischen Land- und Gartenbaus. Und wir fänden es klasse, wenn unser Buch jetzt als Fundus genutzt werden würde, um eben weiter zu recherchieren, weiter zu forschen. Wichtig wäre zum Beispiel im Bereich der Tierhaltung oder in den französisch sprechenden Ländern, dass auch das dokumentiert wird.